Nachdem in der Feinsuche der niedrigste Wert ermittelt wurde, heißt es jetzt, mit der Lawinensonde die genaue Position des Verschütteten zu ermitteln. Die allermeisten Verschütteten sind circa einen Meter tief verschüttet. Dadurch kommt auf die Lawinensonde eine große Bedeutung. Hätte ich keine Lawinensonde und die komplette Ausrüstung, würde die Suche doppelt so lange dauern. Genauso wie der Umgang mit dem VS-Gerät muss auch das Schaufeln und das Sondieren geübt werden. Anfang Saison vergrabe ich ganz gerne einen Rucksack im Schnee und dann kann man das Sondieren wirklich gut üben und einmal ein Gefühl dafür kriegen. Das fühlt sich an wie ein menschlicher Körper, wenn man da drauf kommt. Das Sondieren sollte immer nach einem System erfolgen. Am idealsten ist dabei die Spirale. Der Abstand der Einstiche sollte ungefähr 25 bis 30 cm betragen, ungefähr eine Skischuhlänge. Geschwindigkeit ist beim Sondieren extrem wichtig. Die Sonde muss zügig im Winkel von 90 Grad zur Hangoberfläche in die Schneedecke eingeführt werden. Und eine abrupte Änderung der Eindricktiefe signalisiert, hier könnte der Verschüttete liegen. Keine Notfallausrüstung weltweit kann eine hundertprozentige Sicherheit geben. Einzig und allein das eigene Verhalten kann das Risiko reduzieren.